Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Moskau 42. Ja, wir sind immer noch so ein bisschen am Rumgammeln. Ich habe noch nicht so wirklich den Plan raus, wie ich das hier spielen möchte. Zuallererst müssen wir die hier mal ein bisschen beseitigen. Komischerweise klappt das einfach hinten und vorne nicht. Aber was will man tun? So, nächste Runde sind die weg, glaube ich. Müssten. Dann würde ich sagen, gehst du mal hier hin. Dann sehen wir, was da drin ist. Du gehst hier hin. Hinterher. Ich denke, ich möchte erstmal nicht in die Reichweite von diesem Ding. Bereits unser dritter Zug leider. Wir kommen hier nicht so furchtbar gut vorwärts, wie ich mir das eigentlich erhoffen würde. Was ist er da eigentlich für einer? So, dann gehen wir mal dahin. Ich denke, du machst den fertig. Fragezeichen. Unsicherheit. Okay, das wäre gut. So viel mal dazu. Dann würde ich sagen, du probierst mal das Ding da wegzumachen. Das hat leider nicht geklappt. Dang it. Dann machen wir es halt einfach so. So, das wäre weg. Dann, das läuft nicht so toll. Du könntest den vielleicht wegmachen. Ich könnte auch einen Bomber dafür verwenden. Oder wir verwenden einen Bomber hierfür. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Zwei ist ein bisschen wenig. Zwei ist ein bisschen wenig. Walte deines Amtes und töte den. Rugged Defense. Es war so klar. Gut, es ist ein Drenching von 6. Das macht auch Sinn. Nichts zustande gekriegt. Aber auch wirklich gar nichts. So, dann würde ich sagen, gehst du mal dahin. Dann wirst du diesen Bomber beschützen und ihn angreifen gleichzeitig und hoffen, dass es klappt. Fast. Oh, da haben wir was. Da haben wir was. Wie weit kommst du? Du kommst relativ weit. Mach du den mal weg. Dann verwenden wir dich zum Scouten. Und zwar gehst du mal hier mitten ins Nirgendwo. Scheiße. Ah, das hätte ich nicht gedacht, dass da jetzt ein Flugzeug ist. Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Goddammit. Ah, das läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da kommt auch keiner hin, glaube ich. Oder du kommst. Du würdest hier hinkommen. Aber du könntest dann angegriffen werden von einem Fighter. Das ist irgendwie auch scheiße. Ungeil. Wobei, wir haben hier nochmal zwei Fighter. Ich weiß nicht, wie viele er noch hat. Es dürften eigentlich nicht mehr so viele sein, denke ich.
Du würdest den wahrscheinlich komplett wegmachen. Ach komm schon, echt? Das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger die Luftüberlegenheit. Haben wir, müssten wir haben. Du könntest den angreifen. Aber dann müssen wir hier bomben. Ich meine, wahrscheinlich macht das so oder so Sinn, hier zu bomben. Du könntest dann hier unten kommen und das regeln. Okay, dann machen wir das einfach. Es ist nur... Ne, Moment mal, ist das eine Flugabwehr? Ne, das ist eine Artillerie. Okay, gut. Muss wohl sein. Okay, das war ein bisschen schlechter, als ich das erhofft habe, aber was sollen wir tun? Dann machst du den weg. Wenigstens kann er nicht mehr entkommen. Kleiner Trostpreis. Du greifst ihn an. Warum kriegen wir... Irgendwie passiert es momentan ständig, dass wir nicht so gut würfeln, wie wir eigentlich sollten. Das wird doch ein Rocket Defense geben. Na also. Das ist zumindest schon mal gut. Das heißt, du kannst nach vorne. Dann wirst du das Ding da einnehmen. Du gehst da hoch. Viele Panzer da. So, dann würde ich ganz gerne ihn noch irgendwie erwischen. Wir haben da noch einen Fighter. Ach, der hat auch noch nicht gezogen. Okay, da ist aber auch nochmal ein Bomber. Wie weit kommst du? Du kommst gar nicht an den ran. Das ist ein bisschen unschön. Dann würde ich sagen, schnappst du dir ihn hier, machst ihn hier fertig. Weil ansonsten ist da ja nichts mehr. So, das wäre das. Ich denke, den hier können wir nicht wirklich was dagegen tun. Wo ist unser zweiter Level-Bomber eigentlich? Da. Wir könnten ihn einkesseln. Das würde gehen mit den beiden Level-Bombern. Einfach einkesseln. Weil es ist wichtiger, dass der da runtergeht. Im Endeffekt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal so. Und der kommt hier auch nicht mehr raus. Der hier würde rauskommen. Aber ich glaube, wir wollen C2 oder einen von ihnen zumindest hier davon abhalten, dass er weggehen kann. Der hier kommt weiter, aber naja, was will man tun? Wir können uns nicht um alle gleichzeitig kümmern. Ist halt einfach leider so. 5-1. Warum? Warte mal. Ach, scheiße. Falsche Taste gedrückt. Goddammit. Das darf doch nicht wahr sein. Es passieren wieder solche Fehler. Rocket Defense, nein. Nö, und es geht auch noch auf dieses Feld. Scheiße. Jetzt kann ich den hier dumm in der Gegend rumjagen. Ah, das ist ganz beschissen. Es kommt niemand sonst daran.
Mach du den nochmal weg. Dann machen wir das so. Und du gehst nach vorne. Er hat ein hohes Entrenchment. Ich denke, wir warten erstmal noch. Wir haben noch ein paar Bomber, die wir verwenden können. Hier ein Elfer. Kommt aber nicht bis da oben hin. Was ist, wenn du dem mal eine reindrückst? Hervorragend. So, dann als nächstes hier unten. Greifen wir den mal an. 5 Suppressed. Ah, shit. Kommen die nicht weit genug. Ah, das, der hat sich wieder geheilt. Das ist einer von denen. Das ist einer von denen, den wir beim letzten Mal schon stark angegriffen haben. Na komm, okay, das ist gut. Eins vor. Okay, du kommst mal hier unten hin. Dann haben wir dich. Du kommst da nicht hin. 1-3, ey. Mach du den weg. Leider war das schlecht. Oder zumindest nicht so wie gewollt. Schlecht ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Du bist ein Hard Target, ne? Du würdest da 2 Schaden machen. Ist jetzt die Frage, was hast du für eine Verteidigung? 7 und du hast 8. Was mit dir? Du hast schon gezogen. Schade eigentlich. Sollen wir den vorschicken oder sollen wir das Ding vorschicken? Ich denke, wir schicken dich mal hier hin. Damit du scouten kannst. Defensive Artillery. Das war die da. Okay, dann würde ich sagen, du greifst den an. Defensive Artillery, ja, es ist egal. Das macht nichts. Hier suppressed. So, dann machst du den da weg? Und wirst wahrscheinlich nachher von irgendeinem von den Typen da ein bisschen unter Beschuss genommen, leider. War vielleicht nicht optimal. Aber was soll's. Der hat noch nicht... So, das wäre mal das. Ich weiß immer noch nicht genau, was wir mit den Bombern machen sollen. Wie weit kommst du? Du kannst kein vernünftiges Ziel angreifen. Dann würde ich sagen, kümmerst du dich um ihn. Na, das war wieder nichts. Das war leider nichts. Trenchman 5. Da, und weg ist er. Dann würde ich sagen, machst du den fertig. Du nach vorne und du ebenfalls nach vorne. Und du ebenfalls nach vorne. Könntest eigentlich noch den an zu Ende machen. Vielen Dank.
Ein Problem weniger. So, da haben wir noch den 15er Bomber. Die Frage ist, was machen wir mit dem am besten? Was ist die große Gefahr? Dass der sich wieder heilt? Ne, der müsste, dürfte sich eigentlich nicht heilen können. Zumindest nicht weit hoch, weil er zumindest eingekesselt ist. Der hier nervt mich. Der wird in der nächsten Runde hier irgendwo hochkommen. Dummerweise. Die sind alle durch. Haben wir auch noch zwei Tiger. So, das wäre mal das. Du kannst eigentlich nach vorne gehen. Wenn du da angegriffen wirst, ist das nicht so schlimm. Und dann würde ich sagen, nächste Runde kriegen wir den wahrscheinlich schon irgendwie weg. Ich würde sagen, du kümmerst dich mal um diesen Panzer. Unsere Rolls sind nicht gut aktuell. Sie sind einfach nicht gut. Okay, dann geht's da weiter. Der könnte wahrscheinlich zu diesem Feld sich zurückziehen. Da ist ein Bomber. Die Frage halt, was wir jetzt hier am besten machen wollen. Die sind alle durch. Wir haben hier nur noch ein paar Pioniere. 5-3? Warum? Ach, ihr seid die, die keine XP haben. Ich dachte schon. Was habt ihr für Hardtech 5, Softtech 3? Eigentlich keine super starken Bomber. Ich meine, dann wäre es doch mal Zeit, ein bisschen XP zu kriegen, oder? Ja, das geht doch. Das geht doch einigermaßen. Dann würde ich sagen, gehst du hierhin. In der nächsten Runde kannst du das Flugfeld einnehmen. Der hat sich bewegt. Den haben wir noch. Das dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Die sind bereits durch. Selbst wenn da jetzt ein Entrenchment kommt. Naja, sollte eigentlich nichts passieren. Dann du. Ich weiß nicht, ob ich mit dir hier die Artillerie angreifen möchte. Das würde 4 Schaden machen. Aber du wirst dann halt von 3 verschiedenen Artillerien beschossen. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Also wir machen da in der nächsten Runde am besten einen Bombing Run. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, stellst du dich mal da hin. Wobei, du solltest tendenziell eher hinten bleiben. Wir sollten nicht zu weit nach vorne gehen. Mach du sonst mal ein Elite Replacement. So, das war's. Okay. Das ist durchaus vertretbar. Ich wundere mich, dass er nicht den Transporter angegriffen hat. War nicht so intelligent, glaube ich. Je mehr er uns angreift, desto schneller geht's. Sind wir hier durch. Oh, scheiße. Rocket Defense. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Dass wir da eine Rocket Defense kriegen. Da kommen Panzer runter. Das waren die, die hier gestanden sind, glaube ich. Ach Mist, da hat er Panzer gekauft. Okay.
Der hat sich dahin bewegt. Der hat sich geheilt. Da ist ein Einer. Interessante Sache. Ich denke wirklich, viele gegnerischen Flugzeuge sind nicht mehr da. Von dem her würde ich sagen, dass du mal hier hingehst und den angreifst. Oh, der will sich verpissen da. Guckt euch das mal an. Der will sich verpieseln. So, der 14er greift dann den an. Sehr schön. Was wäre mal das? Dann haben wir den 10er. Der geht auf das Ding da nochmal. Fantastisch. So, dann haben wir dich noch. Dich können wir zum Scouten verwenden. Mach den nochmal weg. Und dann ziehst du dich, gehst du mal hierhin, würde ich sagen. Oh, da ist noch einer. Mist. Ah, da ist noch einer. Der Biss hat sich aufgefüllt. Machen wir 6. Ich möchte eigentlich nicht, dass er sich noch weiter zurückzieht. Sonst können wir da nicht mehr ran. Es gefällt mir auch nicht, dass das ein Tiger übernimmt, aber was soll's. 4 suppressed. Scheiße. Na komm, mach ihn weg. Huh. Vielen Dank. Das war wichtig. Da habe ich keine Ahnung, wo der herkommt. Das war auch wieder ein bisschen durchs Raster geschlüpft. Es gefällt mir nicht, dass da jetzt noch ein Flieger ist, der sich in der nächsten Runde auflädt. Wobei wir zumindest wissen, dass er da ist. Ich glaube, wir haben keine Fighter mehr. Wie viel machst du gegen den? Das wäre eine 7-1. Ich würde sagen, du greifst den zuerst mal an. Sehr schön. Das dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Vielen Dank. So. Und nach vorne. Dann haben wir die Jungs hier. Du bist Bridges. Dass sie auch jedes Mal so eine blöde Anti-Tank-Gun nochmal was machen kann. So unnötig. So, du kommst nicht an die unteren ran. Du kommst an ihn ran. Vielleicht. Nein, du kommst nur an ihn ran. Dann greifst du ihn an. So, dann kommst du ran an den. What? Warte mal, was ist, wenn du den angreifst? Okay, und dann müsstest du eigentlich den da erwischen. Das ist trotzdem eine 5-1. Scheiße. Ah, das ist ungut. Aber wir müssen die Typen halt wegmachen. Das hilft halt alles nichts. Aber hier haben wir noch 2 Fighter. Kommst du bis hier unten? Nee, leider nicht. Leider nicht.
Dann machen wir den weg. Und ich würde sagen, du kannst das Ding da auf einnehmen, weil dann können die sich direkt aufladen. Du stellst dich mal hier hin und machst den platt. So, und jetzt können wir uns hier ein bisschen um die Artillerien kümmern. Und ich denke, wir fangen mit dem 14er an. Das ist zu wenig. 6. Das ist mir zu wenig. Grundsätzlich. Ah, dann als nächstes. Ist der entrenched? Der ist nicht wirklich entrenched. Der hat keine Munition. Hat auch keine Munition. Na los. Defensive Artillery. Vielen Dank. Warum nicht gleich so? Dann du als nächstes. Schade. Dann greifen wir entweder den oder den Panzer an. Der Panzer ist auch so ein bisschen... Gefällt mir nicht so gut. Du gehst über den Fluss. Wir haben hier relativ wenig Infanterie, bis die zwei vorwärts kommen. Ich denke, es ist fast wichtiger, wenn wir, dass wir ihn runterschießen, weil du sonst die Artillerie angreifst. So, das wäre mal das. Vielleicht kannst du... Wir können den vielleicht daran hindern zu heilen, wenn du dich direkt daneben bewegst. Weil das ist ja eine Katyusha, das ist eine Artillerie. Dann müsste der sich eigentlich nicht mehr richtig heilen können. Dann wirst du den bomben. Sehr schön. Hast du noch Munition? Du hast noch Munition. Ich denke, das ist wichtiger, die Bridges anzugreifen. Und vor. Jetzt hast du keine Munition mehr. Na komm, mach ihn bitte weg. Fast. Ah, fast. Das Problem ist, wenn ich hier hingehe und er abhaut, dann ist er in einer dummen Position. Aber wir machen es trotzdem, weil wir müssen vorwärts. Wir müssen vorwärts kommen. So, du machst den da noch. Dann gehst du vor. Du nimmst das da ein, tötest den. So, den ersten Siegpunkt haben wir damit schon mal. Hallo? So. Dann machen wir den weg. Das hätte er auch eher eigentlich übernehmen können, aber ich denke, wir gehen erstmal, wir gehen einfach weiter. Ich denke, wir gehen einfach weiter. Oder wir... Warte mal, was kannst, kommst du hier hin? Nee, nicht wirklich. Dann mach du den mal. Oh, das war gut. Direkt alle 7. Endlich mal was, das funktioniert. Du kannst auch mit vor. Ich weiß, es ist riskant, aber wir haben keine Zeit, uns... hier lange aufzuhalten. Ich denke, du solltest dich um den da kümmern. Sehr schön. Dann haben wir den 15er. Den
Panzer hier möchte ich eigentlich eher nicht entkommen lassen. Das heißt, den werden wir wegmachen. Dann haben wir den Elfer. Du könntest eigentlich hier oben noch eine Runde bomben. Weil dann kriegen wir diese Stadt hier eher früher als später. Was mir durchaus recht ist. Das sind Bridge-Ingenieure. Was haben wir hier? Wehrinfanterie? Haben wir Pioniere hier in der Gegend? So wie es aussieht, nicht. Ich denke, wir nehmen mal das Ding da ein. Oh, da ist ein Fighter. Shitty. Wo kommt denn der her? Wo kommt denn der her? Das ist jetzt gerade ein bisschen ungemütlich, wenn ich ehrlich sein muss. Dass einfach so aus dem Nichts ein Fighter auftaucht. Ach komm schon. Kann es doch nicht sein. Warum kriegen wir den einfach nicht weg? Was ist denn jetzt schon wieder los? Das darf doch nicht wahr sein. Zieht ihr euch mal zurück. Mal hier hinten hingehen. Das gefällt mir nicht, dass da ein Fighter ist. Ja, dass da ein gegnerischer Fighter ist. Haben wir Sachen, die wir kaufen können? In zwei Core-Units zur Auswahl, theoretisch. Das ist sogar einer mit, 10, mit einer Stärke von 10. Der Naval-Bomber kommt nicht so weit. Dummerweise. Wir können anfangen, hier ein bisschen zu bomben. Und ihm das Prestige ein bisschen wegzuhauen. Ich fürchte, dass er auf diesen 15er geht. Oder auf den, naja, einer von beiden wird wohl oder übel dran kommen. Das heißt, schauen wir, dass wir hier ein bisschen bomben können. Sehr nice, so muss das sein. Dann haben wir euch. Ich denke, ihr macht erstmal die hier weg. So, dann du da. Perfekt. Und jetzt vorrücken. Ich denke, wir greifen da an. Das ist... Was, ein Rocket Defense? Mitten auf der Straße mit einem Entrenchment von 1? Und die mich veralbern? Das darf doch nicht wahr sein. So, dann... Weg mit dir. Der hilft ihm jetzt auch nichts mehr. Die Stadt ist auch uns. Alles vor. Ich habe auch noch nicht gezogen. Du bist eine 39. Wehr. Pioniere. Nee, würde ich sagen, die gehen erstmal hier hoch. Dann haben wir dich noch. Vor noch ein Tor. Ich denke, du gehst hier hin und du gehst weit nach vorne. Vielleicht nicht unbedingt auf den Fluss. Oder doch? Ich weiß nicht, ob er den angreift in der nächsten Runde. Bin ich mir nicht sicher. So, dann. Du kannst jetzt eigentlich hier angreifen. Der zieht sich hierhin zurück. Okay. Wen haben wir sonst noch?
alles vor. Haben wir noch Bridges? Die können den endgültig wegmachen. Fantastisch. Und das war's auch mit der Runde. Okay, das war die Artillerie. Da hat er einen Zehner hingepappt. Okay, das war's sogar. Überraschend. Und da kommen noch mehr Panzer. Was hat er mit diesem Fighter gemacht? Warum hat er nicht angegriffen? Vielleicht, weil er keine Vision mehr hat? Der ist hier hingegangen. Okay. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.